Einfach mal so ein bisschen zum Anwärmen, so ein bisschen Blick in die Vergangenheit. 1978, Begannen Sie, 79 wurde der alternativ zu Film leben. in Helmut Wiesbaden Riwelski in der hat die Bücherstraße alternative gedreht. Bäckerei kürzlich besucht und sich 2 Tage lang umgeschaut. Sehen Sie seine Reportage in unserer Reihe 48 Stunden. Sommer 1979. Wir besuchten die Alternativbäcker in Wiesbaden. Beim Essen im Hinterhof kamen wir überein, später im Jahr einen Film zu machen. Über die Bäcker, wie sie arbeiten, was sie denken, wie sie leben, was sie wollen, wer sie sind. Winter 1979, erste Erfahrung, diese Bäcker stehen später auf als die meisten ihrer Kollegen. Es ist morgens um 5. Volker ist 24 und eines der Kraftzentren dieser Gruppe, die im Vergleich zur übrigen Gesellschaft vieles anders machen möchte. Beim Arbeiten, beim Zusammenleben und auch die Ernährung soll anders, nämlich alternativ sein. Unbehagen, Überdruss am Konsum und den Folgen hat sie in eine gesellschaftliche Gegenposition gebracht. Ich mach 10 Apfel. Diese Abpressungen für Brötchen bearbeitet Birgit. Sie ist 30 und war beamtete Volksschullehrerin, bevor sie in die Bäckerei kam. Eines Tages schaute sie einfach mal herein und machte sich bekannt, blieb eine Weile und wurde schließlich in die Gruppe aufgenommen. Elisabeth war früher Anwaltsgehilfin. Manche in der Gruppe sind bereits Bäckergesellen. Auch Rüdiger hat hier die Lehre gemacht und abgeschlossen. Er ist 25. Früher war er Postbeamter. Sie alle sind fleißig. Schließlich muss diese kleine Bäckerei 9 Erwachsene ernähren. Sieht schön, ja, die gute Handchen. Na, Ledermann, ja? Das ist jetzt 7.50 Uhr. Die erste Garnitur der Bäcker beginnt sich frühstücksfein zu machen. Volker, wo sind denn jetzt die anderen, die wir nicht sehen? 5 sind in der Backstube. Ja, der Hans, der macht Laden und bereitet Frühstück vor und macht Haushalt für uns. Heike und die Rosi, die sind noch draußen in Deisbach und machen von dem gestrigen Fest halt die Sachen weg und passen auf Kinder auf, machen Wäsche und Büro. Der Roland, der richtet Markt und fährt dann nach Mainz auf den Wochenmarkt. Wie spät haben wir denn jetzt? Moin. Ihr müsst was im Laden bringen. Gruppenleben, Familienleben, bei Tisch gelingt es am besten. Buchteln machen wir, Karottenkuchen. Das sieht unheimlich leer aus, der Laden. So. Muss halt was losmachen. Ja, das stoppen wir jetzt mal. Der läuft dann ungefähr noch 20 Minuten. Ich mache den nach meinem Vortrag, wenn ihr wollt, nochmal an. Und wer Lust hat, mal einen historischen Rückblick zu machen, ist herzlich eingeladen dazu. Erstmal, also das war 1978, 79. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte, bevor wir jetzt inhaltlich anfangen, eine Übung machen, die ich sozusagen regelmäßig mache. Und jetzt sage ich noch mal was dazu, was vielleicht noch mal was deutlich. Danke. Okay. Was sozusagen, das, was hier als Einstimmung steht, mit dem würde ich gerne anfangen, um was deutlich zu machen. Ich habe ja vorhin mal kurz über die Begrenztheit des Lebens erzählt und
wenn ich jetzt sozusagen in einem anderen Kontext erzähle, also vor allem von Managern, Unternehmern und so, dann versuche ich sozusagen immer andere Ebenen zu erreichen, damit das nicht auf einer bestimmten Ebene abgetan wird. Und dann mache ich immer folgende Übung, da seid ihr eingeladen, wenn ihr wollt, einfach mal mitzumachen. Setzt euch also aufrecht auf euren Stuhl, legt die Hände links und rechts auf die Beine, und schließt die Augen oder schaut vor euch, schaut mal, nehmt einfach mal euren Atem wahr, ohne das jetzt in irgendeiner Weise als einfach mal zu sehen, wie atme ich aus, wie atme ich ein, nehme ich Atempausen wahr. Mit der Aufmerksamkeit zum Atmen zurückkommen. Und jetzt machen wir eine ganz kleine Übung. Jetzt stellt euch vor, ihr habt ein weißes Blatt Papier in Querformat vor euch und zieht mal in Gedanken von links nach rechts einfach eine Linie auf dieses Blatt. Begrenzt die Linie links, indem ihr einen kleinen Querstrich macht und schreibt da 0 hin. Und begrenzt jetzt bitte auch rechts die Linie mit einem kleinen Querstrich und schreibt jetzt dort mal euer Wunschalter hin. Wie alt würde ich gern werden, wenn ich mir es aussuchen dürfte? Also wie alt würde ich aus heutiger Sicht werden? Ich mache die Übung seit 40 Jahren mit vielen Managern und eine kleine, ist keine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Erfahrung ist, je älter man wird, desto größer wird die Zahl. Also, was ist jetzt im Moment die Zahl, die für mich jetzt im Moment stimmt, wenn ich so mein Wunschalter mal aufschreibe? Es geht einfach um die Bewusstheit des Begrenzten und macht bitte da jetzt ein Kreuz, wo ihr gerade steht. Also auf dieser Linie stehe ich da eher links von der Mitte, eher schon rechts von der Mitte, schon dem Ende nah oder noch weiter weg. Und dann jetzt für jetzt eine Frage, wenn ich von 0 bis zu dem Kreuz, also von Geburt quasi bis heute gucke und jetzt im Moment mal sagen würde, was hat meinem Leben Wert gegeben, was hat mein Leben also für mich Qualität gegeben, was war wichtig für mich, welche Menschen, welche Erfahrungen, Erlebnisse, alles ist erlaubt, was euch jetzt einfällt. Guckt mal, was fällt euch jetzt in dem Moment ein, wenn ihr daran denkt. Begegnungen, Erfahrungen, Menschen, alles ist auch Besitz, alles ist erlaubt. Und dann noch jetzt ein kleiner Schritt, und zwar von dem Kreuz, also wo ihr quasi wo ihr jetzt steht, bis zum Ende. Wenn ihr jetzt mal überlegen würdet, was ist noch wesentlich, was ihr erleben wollt, erfahren wollt, vorhaben, im Sinne von Qualität und Wert im Leben behalten und vielleicht noch mehr Wert in mein eigenes Leben hineinbringen, was wäre mir da wichtig aus heutiger Sicht?
ja, jetzt öffnet wieder die Augen, kommt wieder im Raum zurück. Und das ist einfach so, ich mache diese Übung einfach, ich sage immer, wenn man so ein Musikstück macht und vielleicht so eine Seite zupft, um was so eine bestimmte Stimmung oder Einstimmen, was Einstimmendes zu machen, deshalb mache ich die vor. Und vor allem, wenn es Menschen sind, die aus bestimmten Kontexten kommen und sehr im Außen leben und einfach mal zu gucken, was da für eine Orientierung gibt. Und die Regel ist so, dass wenn ich auch, ich bin sehr oft auf Unternehmertagungen als Speaker gebucht mittlerweile, weil wir sehr erfolgreich sind wirtschaftlich, und dann ist die Übung immer das, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass der Diskurs anschließend eine ganz andere Qualität kriegt, wie wenn ich diese Übung nicht mache, weil Menschen dann einfach mehr mit sich, mit dem, was sie seelisch ausmacht, verbunden sind. Am Ende, es ist auch bei uns jetzt heute hier eine Hinführung zu dem, was ich Grundhaltung einer ethischen Unternehmensführung nenne. Also es gibt eine Vielzahl von Grundhaltungen, die unser unternehmerisches Handeln ausmachen. Da habe ich jetzt mal 6 herausgenommen für heute. Das eine ist eben, habe ich schon erwähnt, die Begrenztheit des eigenen Lebens führt dazu, dass ich vielleicht bestimmte Dinge anders bewerte in dem Tun, was ich tue, lasse. Und das zweite ist, dass es natürlich die Begrenztheit der Ressourcen, die auf der Erde da sind, auch dazu führt, dass man eben anders handelt. Wir zum Beispiel anders backen. Wir sind seit Ende der 70er Jahre voll Bio und machen ausschließlich Arbeiten mit biologischen Rohstoffen und sind seit vielen Jahrzehnten anerkannt als Biolandbäcker, haben uns da sehr engagiert, haben mittlerweile auch Arbeiten mit einer Erzeugergemeinschaft, die nennt sich Kornbauern zusammen. Das sind 60 Biolandbauern aus der Region. Nachher seht ihr noch mal ein bisschen so die Einzelbeschreibung, die uns im Grunde ihr Getreide dann quasi liefern. Ja? Das haben wir noch nicht ganz. Also wir haben jetzt eine Photovoltaikanlage. Also ihr müsst euch vorstellen, wir produzieren ungefähr für 100.000 Euro pro Tag Backwaren. Also das ist schon eine große Menge. Wir haben auch eine Gemeinwohlbilanz gemacht. Also wir sind gemeinwohlzertifiziert. Und das ist einer der Entwicklungsthemen noch. Also wir haben jetzt 15% kriegen wir von der Photovoltaikanlage. Und wir hatten jetzt in der Zeit der Ukraine-Krise hatten wir ja das Problem, weil wir mit Gas noch heizen. Das haben wir erstmal sozusagen Notstandsprogramm. Wir haben jetzt Öl, also Notaggregate gebaut, Öl und Gas und so. Sind aber dabei, mit unseren Landwirten sozusagen so eine Biogasanlage zu bauen. Und das wäre die Zielsetzung. Also das ist jetzt aber die Antwort auf die Produktionsenergie. So, also da in den Läden arbeiten wir immer weiter und so. Wir haben natürlich gucken, dass wir das verbessern können mit Licht, die Art der Lichter und so. Aber das ist ein Weg, wo wir noch nicht sind. Bäckereien sind auch sehr, sehr energieintensiv und das gehen wir in Schritten. Aber wenn uns das gelingen würde, das ist aber ein Mehrjahrzehnte-Programm mit den Landwirten, da sind wir aber jetzt dran, also mit den Kornbauern, die quasi ihre Abfälle oder sowas in dieser Biogasanlage dann quasi verarbeiten würden und wir würden das Gas dann beziehen. Da sind wir jetzt dran, wir sind ja in Frankfurt, also mit dem Wirtschaftsminister Tarek und so, mit so Leuten zu reden, um das zu strukturieren, weil das ist eins der Zielsetzungen. Ja? Also das ist jetzt sozusagen das zu der Frage der Nachhaltigkeit. Ich würde gerne noch ein bisschen so Bilder malen. Also für mich sind Unternehmen nicht Konstrukte wie Maschinen, wo du möglichst wenig reintust, um möglichst viel rauszubekommen, wie auch immer, sondern ich sage, Produkte sind sozusagen lebendige Organismen. Und so begreife ich das auch. Also das heißt, wo Menschen miteinander für andere was machen. Und in dem Sinne bedeutet das immer auch ein seelisches Miteinander. Das hat ganz, das Bild hat zum Beispiel eine Fortschreibung in dem, dass ich sage, dass, also jetzt, wenn die, ich arbeite ein bisschen so mit Bildern, also dass meinetwegen Bio-Kaiser ist wie so ein Baum,
der irgendwann auch seine Größe erreicht hat. Also wir wachsen noch ein bisschen, also was das Mengenmaximum betrifft. Wir sind aber auch nur in der Region tätig. Also das heißt, irgendwann werden wir da auch unsere Ziele erreichen. Es geht auch nicht darum, dass wir beherrschend der einzige Baum sozusagen in dem Garten wären. Und wir arbeiten auch zum Beispiel mit Kollegen, also mit anderen Biobäckern zusammen, die kooperativ sind, nicht alle, aber die kooperativ sind. Und die Idee ist eher, das ist vielleicht spannend auch in der Start-up-Welt, dass wir sozusagen der Baum Biokaiser, also dieses Bild, ja, wie wir uns verstehen. Irgendwann hat er seine Idealgröße erreicht, da musst du ihn düngen und pflegen, damit er optimale Äpfel bringt, wenn es ein Apfelbaum wäre. Aber wenn es dann noch um andere Dinge geht, gibt es den Garten, in dem wir zum Beispiel andere Pflanzen oder Organismen unterstützen. Konkret heißt das zum Beispiel, dass wir Start-up unterstützen. Also wir wollen nicht um die Größe, wenn wir werden jetzt, wer da Interesse hat oder so, wir werden nächstes Jahr zum Beispiel den Rahmen bieten für eine glutenfreie Backstube mit einer durchaus eigenen Identität. Das ist also nicht in dem Sinne so klassischerweise ein Tochterunternehmen, wo dann Bio-Kaiser sich noch mehr ausdehnt, sondern wir geben dann Impuls, wir geben vielleicht auch Geld rein oder mit Sicherheit sogar Geld rein, würden dann quasi eine Eigenmarke würde da entstehen und wir würden das dann kooperieren mit diesem Startup-Unternehmen. Das haben wir jetzt gemacht, zum Beispiel die letzten zwei Jahre mit Gnerzje. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also der eine oder andere hier hat, also Gnerzje ist so ein Unternehmen, die machen aus Altbrot, aus also übrig gebliebenem Brot, das wird gemahlen, da machen die Bier draus. Und die kriegen zum Beispiel jetzt schon die letzten zwei Jahre von uns unser Restbrot, also das, was ein Teil der Restbrote, und machen Bier draus. Und dieses Startup-Unternehmen haben wir zum Beispiel finanziert. Also das ist diese Idee des Gartens. Ja, da helfen wir, dass zum Beispiel Gnerz hier entsteht. Da haben wir da 100.000 Euro gegeben. Die werden jetzt, also die Chance war, entweder wir wandeln das als eine Beteiligung um oder sie geben es zurück. Und jetzt haben wir uns entschieden, sie geben es zurück, weil es war einfach eine Hilfe. Die kriegen halt weiterhin unsere Brote, die sie da benutzen, um Bier zu backen. Das andere ist jetzt zum Beispiel wir haben einen neuen Laden im Öderweg aufgemacht. Das ist sozusagen, also jeder Laden, es sollte identitätsstiftend sein. Also es geht nicht nur darum, dass wir Vertriebswege ausbauen. Und jeder Laden oder von den 22 Läden, die wir haben, werden auch die meisten von Künstlern gestaltet. Also im Öderweg ist jetzt ein Bio-Bäckerladen und dort ist zum Beispiel auch ein Start-up-Unternehmen drin. Also Sie denken noch an das Bild Baum und Garten und so. Die nennen sich Verano. Die machen aus Bio-Gemüse Schinken. Also die haben jetzt sozusagen die technischen Anlagen von einem Metzger sich zugelegt, die räuchern rote Beete und so weiter, Kohlrabi und so, machen daraus sozusagen so Scheiben wie Serrano-Schinken, da kommt das und das wird belegt. Und die haben jetzt bei uns in unserer Filiale zum Beispiel einfach einen Platz, wo die kostenlos, wo wir für die ihre Produkte verkaufen. Und noch ein Punkt, also eine Konkretisierung dieser Idee: Wir sind ein Garten und wir fördern auch andere Pflanzen. In diesem Laden gibt es einmal im Monat die Möglichkeit, dass sich nachhaltige Start-up-Unternehmen im sogenannten Pop-up-Event dort präsentieren. Also die müssen nichts zahlen, die können ihre Dienstleistung, ihr Angebot, was sie im Rhein-Main-Gebiet machen, dort entweder an einem Wochenende oder an einem Abend darstellen. Das ist zum Beispiel so ein Konzept, wo wir sagen, da sind das Schritte in Richtung von Anderswirtschaften. So, da geht es einfach darum, dass wir eine Plattform bieten, wo wir Menschen einladen. Wir werden einen zweiten Laden umbauen in der Bergerstadt, das ist ein Stadtteil von einem anderen Stadtteil, das ist eher Öderweg, das sind schon auch leben sehr viele Junge, in Bergerstraße, Bornheim leben eher andere Leute. Und da machen wir zum Beispiel den ersten Laden, der heißt Bergerstraße gestern, heute Morgen. Der wird vom Künstler gestaltet. Gestern wird sozusagen, das war früher mal, den Laden, den wir jetzt haben, war früher ein Café, der malt quasi dieses alte Café noch auf die Wände, sodass man das Gefühl hat, man sitzt da in dem, das ist ein kleiner Raum, und in dem anderen Raum wird sozusagen die Zukunft
auf die Wende gebracht, da wo das Brot verkauft wird. Also und zwar nicht nur eine gute Zukunft, sondern eben beides. Also eine Zukunft, die vielleicht gelingt oder vielleicht auch nicht. Also auch die Dystopie wird sie in dem Laden finden. Und in diesem Laden werden wir einmal im Monat ein Bürgergespräch führen zum Thema alles, was so mit Nachhaltigkeit, Klimawandel und sowas stattfindet. Also das ist mehr wie jetzt nur eine Bäckerei. Das ist so meine Vision der Zukunft, dass Bäckerei ein Ort ist, wo Menschen sich über die Fragen der Zukunft auseinandersetzen, auf Grundlage. Und das ist die Grund, also sozusagen das nächste Bild, was ich Ihnen gebe. Also ich bin also ein Typ, der so in Bilder gut arbeitet. Der Bäcker, ich bin auch oft auf so Bäckertagungen, ich sage immer, der Bäcker ist die Brücke von Natur zur Kultur. Und da haben wir eine Verantwortung und eine Chance. Wir bilden auch eine Bäckerinternationale, Bäcker aller Länder, vereinigt euch, also im Sinne von zum guten Brotbacken. Wir haben Kontakte, hatten nach Tel Aviv Kontakte, hatten nach Österreich Kontakte. Das ist was, was läuft. Also auch da ist wieder eine neue Idee, die nicht darauf hinaus zielt, dass Kaiser jetzt an sich, sondern das ist sozusagen die, das Gehen von unserem Unternehmen, dass wir immer Wirtschaft weiterentwickeln, neu denken und dann zum Beispiel auch solche Entwicklungen weiterführen. So. Das ist so die Idee, dass wir unser Unternehmen als lebendigen Organismus verstehen. Arbeitszeit ist Lebenszeit, das ist relativ zentral, weil wenn, also wir haben ja auch vorhin schon erzählt, dass wir, ich habe ganz viele Leute eingestellt, wir haben nicht so das Problem, wie das normale Bäcker haben, mit Mitarbeitern zu finden. Wir finden, die wechseln schon auch öfter wie früher so, also das ist schon auch bei uns sichtbar, also dieser normale Trend, vor allem in Frankfurt, mehr wie in Wiesbaden. Aber wir haben alleine 33 Azubis so. Dann gibt es aber für die Azubis, weil Arbeitszeit Lebenszeit ist, weil es immer um Sinngebung ist und weil wir das immer ganzheitlich sehen. Also wir haben zum Beispiel Azubis, die machen im Verkauf ihrer Lehre oder die sind im Büro oder in der Lagerlogistik oder Bäcker und Konditor. Das sind so die groben fünf Ausbildungsberufe. Jeder, der Azubi bei uns ist oder der wird quasi, macht einmal in seiner Ausbildung, pflanzt der Weizen, sät er Weizen und erntet das. Wir haben ein sogenanntes Weizen-Evolutionsfeld schon seit 10 Jahren für die Azubis, sodass du als junger Mann oder junge Frau eben nicht nur deinen Beruf lernst, sondern zum Beispiel, sagen wir mal, wenn ich backe, dann auch mitkriege, wie wirklich so Weizen, auch wie das konkret ist, das ist jetzt kein riesiges Feld. Wir haben dort die 10 ältesten Weizensorten zum Beispiel, da hat jedes so ein kleines Part in dem Feld und die pflanzen das an, begleitet wird das von Agrar, Menschen dort und gleichzeitig haben wir dort einen Theaterpädagogen und Coaches, sodass die jungen Menschen sozusagen auch nicht nur lernen, wie man backt oder verkauft oder so, sondern auch lernen, wie sie selber als Personen weiterkommen. Das führt dazu, ich sage das mal so ganz einfach, dass wir fast immer, Sie müssen, Entschuldigung, ihr müsst, beim Du jetzt hier, also ihr müsst euch vorstellen, dass wir ja die größten Bäckerei sind jetzt mit so vielen Mitarbeitern in Wiesbaden. Und da gibt es einen anderen Großer, der hat dann auch eine Azubis, der hat meistens dann einen. Wir haben 15 in unserer Backstube und dieser eine Azubi wechselt fast immer während seiner Ausbildungszeit zu uns, ohne dass wir das aktiv betreiben oder wollen, sondern die treffen sich in der Berufsschule, die reden drüber und dann gibt es halt sowas. Oder wir finden dann Bäckermeisterinnen und Meister, die dann einfach von ihren Kollegen dann angerufen werden, hier bei uns ist was, gibt es einen Job oder was freien, die dann kommen. Also wir haben, natürlich suchen wir auch, aber das ist bei Weitem nicht so dicht, wie das ist. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun und das liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass, ich habe ja vorhin schon gesagt, die Verletzbarkeit des Lebendigen, also den Menschen auch zu würdigen, nicht nur in der Funktion. Natürlich müssen unsere Leute auch eine Funktion erfüllen. Ein Bäcker muss backen können und er muss auch in einer bestimmten Geschwindigkeit backen können. Ja, also der muss eine Maschine bedienen können und so weiter. Jetzt kommt aber noch dazu, wenn ihr Bäcker seid, also was die wenigsten Bäcker heutzutage noch wissen oder kennen, wir haben ja jedes Jahr unterschiedliche Getreidequalitäten.
Es ist nicht so, dass ein Bauer in dem Feld Weizen die Sorte sät und das immer gleich ist. Das ist in den letzten Jahren, ich mache das ja seit fast 50 Jahren, immer unterschiedlich. Und normalerweise kauft ein Bäcker dann beim Müller ein, der zahlt einen Preis und der Müller garantiert die Qualität. Das ist ein ganz abgegrenztes, funktionales Wirtschaften. Wir setzen uns mit den Landwirten zusammen, jedes Mal bei der Ernte. Wir machen Backtests, das heißt, wir machen ja nur Langzeitführung. Also bei uns kommt keine Chemie rein und so. Wir haben also Sauerteigführung, ganz verschiedene Arten. Das wird halt lange geführt. Das bedeutet aber, dass wir nach jeder Ernte gucken, wie sieht die Erntequalität aus, wie stellen wir das um, um dann zum Beispiel eine bestimmte Qualität zu halten. Das ist nie 100%, also gerade beim Erntewechsel ist die Qualität nie 100% gleich. Das kann es auch gar nicht mehr werden. Also für mich wäre das heutzutage als Konsument zum Beispiel spannend, wenn das wäre dann im September zum Beispiel, dann denkt man, okay, die Qualität vom Brot ist ein bisschen anders, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass die Bäcker wirklich natürlich backen und vielleicht noch keine Lösung oder noch nicht so am Ende sind mit ihrer neuen Prozessgestaltung. Aber das stellt man sich normalerweise nicht so vor, weil ich kann natürlich auch ein Fertigmehl nehmen, wo dann notfalls bestimmte Mittel dazugesetzt werden und ich habe immer eine gleiche Qualität. Das machen wir nie und auch das ist sozusagen Ausdruck von der Haltung so. Ja, Wirtschaften braucht Balancieren und Wertebildung und die Balance zwischen Mensch und Rolle wird gegeben. Dann wir können, wenn ihr wollt, nachher einfach nochmal, ich zeige euch mal eine Übung, die wir machen. Wir bilden ja auch Führungskräfte aus. Also ich selber mache neben der Bäckerei seit 30 Jahren Unternehmensberatung, betreue ganz viele, ganz andere Unternehmen, ich war lange bei der Fraport, ich war bei der KfW und habe das Management ausgebildet, ich war bei der RWE und so, also überall und habe dann, weil ich viel lernen wollte, wie geht es, also ich wollte nicht in dieser Blase des alternativen ökologischen Backens nur sein und wollte dann sagen, aha, Wirtschaften geht so, ich wollte die Welt verstehen und auch die Wirtschaftswelt verstehen und habe ganz lange diese Unternehmen beraten und wir haben dann auch eine eigene, oder ich habe dann auch quasi eine eigene weiterführende Werkstatt, die nennt sich Führungskräftewerkstatt, aufgebaut, wo dann nochmal andere Kompetenzen geschult werden. Da kommen wir gleich nochmal drauf. So, jetzt, das ist so ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Also ihr seht da, dass wir 76 angefangen haben und die verschiedenen Phasen, also das vielleicht auch für die Start-ups, es war nicht immer so, dass wir wirtschaftlich so erfolgreich sind, sondern wir hatten zum Beispiel in den 90er Jahren eine ganz schwierige Zeit, also wo wir, wenn ich die Unternehmensberatung nicht gehabt hätte, so vielleicht sogar eine Insolvenz hingelegt hätten, weil da war plötzlich das Thema Geiz ist geil, sozusagen in aller Munde und es war plötzlich schick, dass der Mittelstand, von dem haben wir ja gelebt als Kunden, dass die sind plötzlich zum Aldi gefahren und zum Lidl mit ihren dicken Autos und haben da quasi alles billig gekauft, das war plötzlich schick und in Mode geraten. Das war zum Beispiel eine sehr schwierige Phase für uns, die wir überstehen mussten und wo wir, das ist jetzt für die Start-up-Kultur wichtig, wo wir sehr stark auch eine Professionalisierung gelernt haben. Also das ist vielleicht so, die Ethik ist sozusagen das Grundgehen, was wir machen, aber wir sind hochprofessionell. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe schon seit einem halben Jahr eine Hochrechnung für 2024, also mein Controlling zum Beispiel, obwohl ich jetzt nicht unbedingt so ein Betriebswirt bin, so, aber mir, aus der Zeit habe ich gelernt zum Beispiel, also alles, was ich an Hypothesen, Veränderungshypothesen in der Gesellschaft wahrnehme, bewerten wir ökonomisch und wird dann quasi eine tagesgenaue Hochrechnung, anderthalb, also wir haben ein Budget, wir arbeiten mit Budget und machen dann tagesgenaue Hochrechnungen. Und ich habe jetzt zum Beispiel schon eine Hochrechnung für das nächste Jahr, weiß, also es geht um Tarife, die teurer werden. Wir haben intern eine Lohnpreisspirale, die hochgeht. Wir haben auch noch Energieverteuerung bei uns, weil wir noch einen ganz guten Vertrag haben. Also all diese Dinge, wir haben auch das Problem, weil wir haben ja 22
Eigene Verkaufsstellen, das kann ich vielleicht, das ist nochmal ein Blick zurück, das gehe ich jetzt schnell durch, da könnt ihr, wenn ihr wollt, nachher nochmal in den Film gucken. Das sind so ein bisschen die Daten, also wir haben 22 eigene Verkaufsstellen, Märkte, haben ungefähr 160 oder 170 Handelskunden, sind der größte Lieferant für Alnatura, machen eh nur Bio, verarbeiten, haben über 25 Millionen Bilanzumsatz, machen über, also verarbeiten deutlich mehr, das 2700 Tonnen ist jetzt schon zu niedrig, also wir arbeiten fast 3000 Tonnen Biogetreide im Jahr, also das ist schon eine, für einen Biobäcker eine ordentliche Größenordnung. Und da unten steht auch nochmal sozusagen die Mitarbeiterstruktur drin. Und da sieht man, dass die schon sehr anders ist, wie das, was üblicherweise ist. Ja, bitte? Bis zu einer Stunde Fahrzeit. Also wir haben eigene Filialen, nur Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Bad Homburg, das ist so im Rhein-Main-Gebiet so. Das ist so wie Berlin, ja, muss man sich vorstellen. Und, aber wir haben Alnatura noch und bitte? Auf der Webseite gibt es eine Karte mit den Filialen. Ja, ja, ja. Und Entschuldigung, ich höre schlecht, also wenn Sie da hinten sitzen, bitte ins Mikrofon. Also das ist so ein bisschen die Idee, also wir wollen das auch nicht ewig ausbauen, wir werden nur, weil auch, das ist zum Beispiel sehr spannend in dieser Szene, weil wir uns sozial, also ich war in den 70er Jahren, waren wir Öko-Pioniere und heute würde ich uns als sozialethische Pioniere sehen, weil auch der gesamte Ökomarkt im Grunde ein bisschen rumkippt. Also Öko wird immer mehr zum Geschäftsmodell und für mich ist das eine Haltung, die was mit dem zu tun hat, was ich vorhin erzählt habe, Verletzbarkeit des lebendigen Würdigen heißt, dass wir mit den Mitarbeitern anders umgehen, dass wir mit den Landwirten anders umgehen, dass wir uns den gesellschaftlichen Fragen auch stellen. Und das ist mir das Wesentliche auch der Unternehmensführung. Das führt dazu, dass wir natürlich sehr viele Leute haben, die dann sozusagen diese Fragen führen, die auch zu uns, glaube ich. Nicht alle von den 360 Leuten, aber viele haben diese Fragen, die sie mitbringen. Und mit denen sucht man dann halt Antworten auf jeweils zeitaktuelle Themen. Es ist ja leider im Biomarkt so, dass das immer mehr zu, auch bei den Biopionieren, das Risiko, dass das zum Geschäftsmodell reduziert. Deshalb arbeiten wir jetzt zum Beispiel auch mit Privaten, also die Edeka und Rewe, die haben ja so privat, also Zentralen, aber auch private Händler. Wir fangen jetzt an und akquirieren so private Edekaner bei uns, die von der Haltung her, da gibt es also Unternehmer, die sehr eine andere Idee haben von Unternehmersein und so, die auch werteorientiert sind, mit denen arbeiten wir dann auch zusammen. Das heißt, wir weiten das ein bisschen aus, aber alles in der Region, das war ja die Frage. Ja, ja, also genau. Also du hattest ja gesagt, es ist quasi... Also in der Biowelt oder was meinst du? Ja, jetzt? In der Biowelt, ja. Naja, ich will jetzt mal keinen Namen nennen und ja. So, weil es ja noch Kunden sind, aber ich merke halt die Art des Umgangs untereinander oder wenn du in bestimmten, also wobei in Berlin zum Beispiel, ich sag mal, Dens und Alnatura-Märkte nochmal anders sind wie bei uns. Das ist, die werden anders geführt, aber wenn du in bestimmten Läden gehst, dann merkst du halt, dass das im Grunde nicht unbedingt ein beseeltes Miteinander ist. Und da geht es auch, ehrlich gesagt, wenn wir Jahresgespräche haben, und das, da weigere ich mich auch, wie klassisch, ja, wie früher im Handel, auch da geht es dann immer um Rabattierung, da wird jedes Jahr was Neues gefunden, damit man noch 2% mehr Rabatt haben kann. Das ist so das Klassische. Das machen wir nur nicht mit. Also zum Beispiel, wenn Alnatura jetzt nächstes Jahr feiern die 40-jähriges, ja, und dann fragen die, gibt ihr uns einen Werbezuschuss? Sag ich ein bisschen, da wollen die viel mehr. Und dann sage ich, nein, aber ich mache bei euch, wenn ihr wollt, in 10 Städten, wo wir gemeinsam sind, ein Event zum Thema ethisches Wirtschaften. Und da machen wir auch, das entwickeln wir gerade mit unserem Bäckermeister, mit einer Bäckermeisterin in dem Falle, eine Brotprobe, also wo dann die Kunden kommen und Brot. Und dann laden wir dann auch meinetwegen einen Winzer ein, da kann man eine Weinprobe machen. Also
Das ist dann zum Beispiel unser Angebot, wo ich sage, an der Tor, das ist doch viel wichtiger, dass wir den Geist, die Idee, die Identität stärken, wie dass wir jetzt ein Billigangebot machen, was wir sponsern. Ihr kriegt dann noch mehr Rabatte und wir überweisen euch noch 30.000 Euro Werbekonzepte. Das ist mit mir nicht zu machen. Das wissen die auch. Aber dadurch, dass wir sehr angesehen sind für diese Themen, ist es bis jetzt so, dass das noch einen Raum findet. Also das, wir machen das jetzt zum Beispiel, haben wir verhandelt mit denen, das machen wir nächstes Jahr. Aber das ist natürlich jetzt, weil die auch ihren Markt jetzt, die haben ja Kunden verloren, die Bio-Supermärkte, und die versuchen halt Wege zu finden, wie sie Kunden gewinnen. Und dann sage ich, wir haben keine Kunden verloren in den letzten Jahren, wir haben Kunden gewonnen. Wir haben also nicht nur Wachstum gehabt, auch in den letzten 2 Jahren, weil wir die Preise erhöhen mussten, sondern weil wir auch ein Mengenwachstum hatten, weil neue Leute zu uns gekommen sind. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es ein Bedürfnis gibt, weil ich bin so oft auf Vorträgen, ja, und ich glaube einfach, dass es ein Bedürfnis gibt von Menschen, die einfach sozusagen andere Lösungen suchen und wollen, dass es ein Bedürfnis ist, was über so Traditionelles hinausgeht. Und diese Idee des Homo economicus, das gehört ins Mittelalter, ehrlich gesagt, wo auch immer, aber nicht mehr in die Neuzeit. Und dafür stehen wir. Ich sage euch vielleicht mal so ein Beispiel, wie man das anders machen kann. Wir hatten ja zum Beispiel, also was ich auch sehr gelungen fand, wir hatten ja letztes Jahr, also als die Ukraine losging, das haben wir ja alle mitgekriegt, dann sind plötzlich die Getreidepreise weltweit, aber natürlich auch in Deutschland, sind ja unheimlich hochgegangen. Wir hatten mit unseren Biobauern aber lange Verträge. Das heißt, wir haben immer, also vor Ukraine, einen guten Preis. Der war deutlich besser wie konventionell. Jetzt plötzlich haben uns die konventionellen Tierfutteranbieter überholt. Die haben mehr bezahlt fürs konventionelle Tierfutter, wie jetzt unsere Biobauern gekriegt haben für ihr Biogetreide. Ja, gleichzeitig sind immer mehr Leute weggeblieben, zum Beispiel bei Dents. Die haben Kunden verloren. So, wie gehst du damit um? Mach aus dieser Herausforderung eine Chance. Ich habe gesagt, pass auf, wir kündigen unseren Vertrag, liebe Landwirte, und zwar zu euren Gunsten. Ihr kriegt mehr Geld, weil ihr habt eine Kostenverteuerung, ihr müsst mehr zahlen für die Energie, und das wäre jetzt absurd, dass plötzlich ein Biobauer, der fühlt sich ja völlig verarscht, das war auch so eine Zeit lang, dass der plötzlich mehr bezahlen muss, weniger kriegt so, aber mehr Kosten auch hat, wie jetzt ein konventioneller Tierfutterhersteller. Ja, also das wäre völlig absurd gewesen. Also haben wir gesagt, okay, wir kündigen den, wir konnten es nicht gleich kündigen, weil das war ja im Frühjahr, wir haben gesagt, okay, ab September machen wir eine neue Preise. Haben die gesagt, okay, super, danke, das ist Partnerschaft. Die kriegen ohnehin, das habt ihr ja gehört, auch einiges an von dem Gewinn eh zurück. Das sind zwischen 100 und 200 und 280.000 Euro im Jahr als Gewinnrückführung. Ja, das ist die Größenordnung für die Landwirte. Aber wir haben jetzt schon im September den Preis erhöht. So. Dann haben wir gesagt, aber passt auf, wir wollen doch Kunden behalten. Da hat sich mein junger Geschäftsführer, der die Produktion managt, ja, der hat gesagt, lass uns 5 Produkte machen, die können wir gut herstellen. Also da sind nicht Sonderrohstoffe drin und die sind relativ einfach herzustellen. Da halten wir die Preise. Und da haben wir gesagt, pass auf, liebe Bauern, wir halten für diese 5 Preise den Preis. Und zwar für 2 Jahre, sagen wir den Kunden zu. Und dann habe ich in ganz Deutschland meine Freunde, ich habe fast alle großen Biobäcker hier in Deutschland beraten, ich habe die angerufen und habe gesagt, habt ihr Lust mitzumachen? 5 davon haben mitgemacht, das heißt, wir haben deutschlandweit den sogenannten Brotkorb in schwierigen Zeiten entwickelt, in dem es sozusagen Niedrigpreise gibt, also ja. Und unsere Bauern haben das dadurch verstärkt, indem sie für diese 5 Produkte den alten Preis gelassen haben. Das machen wir sogar nächstes Jahr noch. Und wir machen es noch 2 Jahre weiter und werden noch ein Produkt mehr rausnehmen. Wir hatten dann so Roll-Ups, die immer vor den Läden standen. Und das psychologisch Interessante war, diese Produkte sind nicht durch die Decke gegangen, aber es war psychologisch wichtig, weil wenn du dann bei uns ein Biobrötchen für 49 Cent oder ein Brot, ein Biobrot für 2,79 Euro kaufen kannst, ja, dann findest du es cool, dann gehst du rein und guckst vielleicht
spontan kaufst du dann doch was ganz anderes. Ja? Also das war die Idee, dann haben wir mit Alnatura damals geredet und haben gesagt, wir machen das deutschlandweit, lasst uns da. Und dann hat Alnatura erst zugesagt, aber Alnatura ist zum Beispiel sehr, also die haben Anwälte, die sehr formal sind und die hatten dann Schiss und die Anwälte haben gesagt, das ist so, wie nennt sich das, also das ist so Preisabsprache, das dürfen wir nicht machen. Und ich habe gesagt, das ist das Beste, was uns passieren kann. Ich gehe zum Lanz in die Talkshow und erkläre, warum wir was machen, damit der Kunde weniger zahlt. Und wenn ich dann für verurteilt werde, dann gucken wir mal, was passiert. So, ja. Also es wäre doch was Herrliches gewesen, ja, mal anders denken, anders handeln. Alnatura hat es nicht gemacht, aber die fünf anderen Bäcker haben es gemacht. Und dann haben wir gesagt, aber die Stakeholder, das sind ja auch die Kunden. Und im November haben wir angefangen und haben Magnettafeln in unsere Läden gehängt und haben gesagt, liebe Kunden, wenn ihr wollt, könnt ihr, wenn ihr 3,50 Euro zahlt, auch 4 Euro dalassen. Für 50 Cent gibt es eine Marke und die könnt ihr auf die Magnettafel hängen. Und der nächste Kunde kann bis zu einem Euro nehmen und damit bezahlen, sodass unsere Kunden auch, die vielleicht mehr Geld haben, die Kunden fördern, die weniger Geld haben. Das war die Idee. Alle fanden die Idee super. Also es kam groß an, war auch in Zeitungen und so. Und nur unsere Kunden, auch als wir dann zum Beispiel die Studenten dann gesagt haben, Mensch, du bist doch Student, nimm dir das doch. Nein, das wollen wir nicht. Also es gab so eine Scham. Was haben wir gemacht? Wir haben die Magnettafeln jeden Abend freigeräumt, weil keiner sich genommen hat oder die ganz wenige und haben die der Tafel gegeben. Das heißt, haben das weiter im Sozialen belassen. Und das sind für mich ganz andere Arten. Sie merken, das ist ja mit Herz gemacht, mit Liebe, mit Versuchen, verschiedene Interessen, neue Lösungen zu finden. Und das kann man machen, wenn man neu denkt, wenn man ausbricht und nicht in diesen strengen Strukturen bleibt. Und das ist das Spannende, was ich finde. Also ich habe noch 2-3 Projekte, kann ich jetzt noch nicht drüber reden, kann man aber wahrscheinlich dann nachlesen. Wir werden ganz neue Ladentypen aufbauen und so weiter und so fort. Also man kann die Wirtschaft auch mit dieser Haltung in eine ganz andere, also und es ist trotzdem dann wirtschaftlich erfolgreich, bitte. Ich habe 5 Kinder und 7 Enkel. Also. Und Ihre Miteigentümer ja auch. Wie sind Sie da durchgekommen? Was hat Sie da getragen? Da waren Sie ja noch nicht so erfolgreich wie heute, wo Sie eine ganz andere Basis vielleicht haben. Ja, habe ich versucht. Also zum einen war ich sehr erfolgreich als Unternehmensberater, weil ich ja selber Unternehmer war und viele Unternehmensberater dann erlebt habe in einer anderen Rolle. Und wenn Sie das klassisch erleben, dann sitzen Sie als Kunde, als Unternehmerkunde, dem Unternehmensberater gegenüber und dann können Sie, also ich bin der systemische Coach, also ausgebildet in systemischer Wahrnehmung und ihr müsst euch vorstellen, wenn du dem Kunden gegenüber sitzt, ja, also oder dem Dienstleister und du hast das Gefühl, der hat eigentlich ein Problem, nämlich seine eigene Tasche zu füllen, nämlich Aufträge zu generieren, wenn das Gefühl größer ist, dann ist es, du hast dein Problem, sitzt da, er hat sein Problem, dann ist die Frage, geht es um seinen Stuhl oder um meinen Stuhl, so. Das habe ich gemerkt. Und das habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Wir hatten ja viele Berater, die uns in der Zeit helfen wollten. Und einer hat gesagt, schließ deinen Laden. Da habe ich gesagt, hast du nicht alle, ja. Also ich schließe doch jetzt nicht. Wenn, dann muss das Schicksal schließen. Also ich war also ehrgeizig und war aber auch sehr angeschlagen. Habe aber mein ganzes Geld reingesteckt, zum einen. Und habe dann aber auch Leute gefunden, wie die Sinn GmbH, also so Leute, die ethisch dann investiert haben, die haben mir geholfen. Und, und wir haben dann aber auch professionalisiert, das habe ich versucht vorhin zu erklären, also dass wir sehr genau, also die eine Bank hat mal zu dir gesagt, Herr Schmitz-Köris, die Zahlen, die sind schrecklich, aber wie sie die machen, die sind super. Und deshalb geben sie noch ein Darlehen. So, also das war zum Beispiel was mir geholfen hat damals. Und dann gibt es noch was dazu, also ich selber hatte ja auch dann, muss man ja ehrlich sein, ich war ja dann sozusagen plötzlich sehr erfolgreich als Berater und habe mein eigenes Unternehmen auch ein bisschen im Stich gelassen, weil wenn du dann hierher kommst mit dem Flieger und dann hast du einen Chauffeur, dann fährst du zur KfW in den obersten Stock, da wo dann ihren eigenen Koch haben, das habe ich ja alles noch nie gekannt, da war ich plötzlich, wow, so daheim habe ich in der Studentenbude gewohnt, aber da war ich so,
Und das war sozusagen, ich war da bestechlich und ich musste auch das, also das war mein innerer Prozess, ehrlich gesagt, ich musste, weil ich war noch nie erfolgreich und da plötzlich war ich eine Zeit lang erfolgreich und als Berater viel mehr als wie als Unternehmer. Und da musste ich das aber merken, dass mein Unternehmen, also meine Liebe, doch in der Bäckerei hängt und ich musste da wieder plötzlich viel mehr Aufmerksamkeit drauf verwenden und das war mein Beitrag. Und dann hat der liebe Gott oder die Gesellschaft, dann gab es nämlich die BSE-Krise im Jahr 2000, die hat mir dann auch noch geholfen. Also ich hatte dann sozusagen von eigener Einsicht, von außen was und so und von einem Bereich, der noch gut war, das alles hat geholfen. Und die Professionalisierung, also auch zu wissen, wie man zum Beispiel einen Laden richtig führt, das haben wir ja einfach so aus dem Bauch gemacht, das haben wir in der Zeit alles gelernt. Also da haben wir auch von vielen Kollegen quasi gelernt. So. Und das ist heute, also die Professionalität ist eine der Grundlagen unseres Erfolges. Aber die zweite ist halt die Ethik, also wie wir Dinge tun, aus welcher mit welcher Überzeugungskraft. So. Darf ich noch eine Frage stellen? Und zwar zu Ihrer Unternehmensberatungstätigkeit. Ich war selber lange Zeit im großen Konzern und so vor 6, 7 Jahren, als dieser Film auch von dem Bodo Jansen da erfolgreich war, da hatte ich das Gefühl, das kommt jetzt so ein bisschen an, da wurde auch mal kurz meditiert und so und ich habe das Gefühl, das hat dann wieder nachgelassen. Sie sind ja jetzt nach wie vor... Ich habe aufgehört mit Unternehmensberatung. Also was ich jetzt mache, wir sind wirklich erfolgreich, wir fördern zum Beispiel Biobäcker, die von der Haltung her stimmen, die das nicht nur als Geschäftsmodell haben, haben wir jetzt in Österreich eine finanziert durch die Krise und wir haben in einem anderen Stadt, in einer anderen Stadt Deutschland, also finanziert und ich berate diese Unternehmen auch noch, aber ich berate ansonsten keine konventionellen Unternehmen mehr. Das habe ich in der Zeit, also das habe ich gebraucht, um mich selber zu beweisen, um auf dieser Bühne zu stehen, auch um zu lernen, wie da die Systeme sind. Aber dann habe ich so gemerkt, dass was ich mir so eingebildet habe, was man verändern kann, ist schon relativ reduziert. Weil dann doch andere, also wenn zum Beispiel die Gewinne und der Shareholder Value dann das Einzige sind, was nachher am Ende entscheidet, dann hast du wenig Chancen. Dann wird Motivation nur dann genutzt, wenn es dem Ziel dient oder ethischem Umgang. Und das ist für mich aber eine eigene Qualität. So. Und dann habe ich das irgendwie, also ich habe für die KfW noch lange gearbeitet, weil ich fand die zum Teil gut, auch als Bank. Hier in Berlin zum Beispiel habe ich alle Führungskräfte da entwickelt, aber irgendwann habe ich dann halt auch das gelassen, aber jetzt nicht, sondern weil ich halt Bücher schreibe, Vorträge, also weil es mir um die Impulsgeber für Anstifter, ich verstehe mich als Anstifter für eine andere für eine andere Welt, so, ja, humane Welt, so. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, die Altersverteilung. Spannend ist, dass wir 44, also von den 368 Leuten, die bei uns arbeiten, haben wir 44 Nationen. Das finde ich auch ganz spannend, dass man das einfach nochmal so nachvollzieht und so. Und das ist auch spannend, da sozusagen diese Kulturmischung zu erleben. Aber es ist im Grunde, also für uns, wir haben das einigermaßen hingekriegt und ja, und die Leute fühlen sich auch wohl. Das ist jetzt, sind jetzt die neuen Läden, die so ein bisschen anders aussehen. Das ist nochmal also diese Idee der Stakeholder und das gibt halt die Stakeholder sozusagen als betriebswirtschaftlicher Begriff und dann gibt es eben die Stakeholder des Herzens, die Natur und Kultur und da machen wir ganz viel. Vielleicht kann ich da noch ein Beispiel machen, das sind so ein Blick auf die Kornbauern, so, das sind so die grünen Punkte, sind die Punkte, wo die unsere Bauern überall, also quasi ihre Felder haben. Das sind so ein paar Bilder von den Kornbauern und was machen wir mit denen? Vielleicht noch neben dem Brotkorb noch vielleicht ein, also dann habe ich noch was erzählt, dann bringe vielleicht noch mal ein Beispiel. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel ganz schlechten Dinkel. Ich will damit sagen, wenn man sich gemeinsam hinsetzt und sagt, wir wollen Dinge lösen und wir wollen wirklich Win-Win-Situationen schaffen und nicht, dass einer gewinnt und der andere dann den Preis zahlt, ja, dann sind ganz andere Lösungen möglich. Wir haben den Brotkorb genannt, jetzt nenne ich noch ein Beispiel. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel ganz eine Dinkelernte, wir verarbeiten ungefähr 1000 Tonnen Dinkel, das sind schon im Jahr, ja, das ist schon ordentlich was. Und jetzt war der Dinkel aber von der Qualität unterschiedlich. Also manche Landwirte hatten
gutend, also gut heißt für uns backfähigen Dinkel. Also mit dem können wir weiter unsere guten Produkte backen. Und dann gab es aber Dinkel, den konnten wir gar nicht verwenden. Ja, den gab es. Und da hatten wir zum Beispiel dann die Idee, dann sitzen ja dann die Bauern, der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft, ein Lebensmitteltechnologe und unsere Bäckermeister zusammen, und dann haben die überlegt, was können wir damit machen, weil wir wollten ja nicht dann 40% vom Dinkel zum Tierfutter verarbeiten. Dann haben wir gesagt, folgendes, dann haben wir mit denen, haben gesagt, wir können den nur in bestimmten Produkten verarbeiten. Ich sage das jetzt mal vereinfacht. Zum Beispiel, kann man sich vorstellen, im Hefeteig brauchst du guten Klebereiweiß, also guten Dinkel. Wenn du Streusel machst, dann musst du es ja nicht unbedingt zusammenkleben. Also in Streusel kannst du schlechteren Dinkel nehmen. Und wir haben zum Beispiel einiges, was wir mit Streusel machen. Also haben wir gesagt, liebe Bauern, lieber Müller, trennt doch einfach den Dinkel. Und wir nehmen den einen Dinkel für das Produkt und den anderen Dinkel für das Produkt. Zahlen aber allen den hohen, also der war relativ hoch bei uns, den hohen Dinkelpreis, sodass wir sozusagen ein Problem gelöst haben, dass die Landwirte, weil wir wollen ja, dass die auch weiterhin Dinkel anbauen und nicht plötzlich sagen, das ist ein hohes Risiko. Ja, also so kann man Produkte, so kann man Dinge lösen. Oder was anderes sehr Schönes, wenn ihr jetzt sozusagen im Rhein-Main-Gebiet seid, könnt ihr das machen. Wir machen einmal im Jahr eine Wertschöpfungsfahrt, also um das auch sinnlich erfahrbar zu machen. Das heißt, dann starten wir mit einem Bus, weil mehr geht nicht, mit 60 Leuten sind das. Da sind dann meistens Presseleute dabei, aber auch Kunden und manchmal auch von Alnatura oder Denso Leute. Und da sind 60 Leute in einem Bus. Und da starten wir in einem Laden, meistens in einem, den wir neu aufgemacht haben, erklären dann den Laden, fahren dann mit dem Bus in die Backstube an einem Tag, Samstag ist das. Manchmal sind auch Kinder dabei. Dann gibt es in der Bäckerei zum einen einen Vortrag über Wirtschaftsethik, zum anderen besichtigt man die Bäckerei. Dann fahren wir, es gibt immer was zu essen natürlich auf jeder Station, dann gibt es, fahren wir zu Müller. Der ist ja in der Nähe, der ist mittlerweile ein Vollbio-Müller. Also der ist, es gibt ja ganz wenige kleinere Müller. Der ist also, den konnten wir umstellen. Das heißt, der hat 100% nur noch Bio. Und dann gucken die Leute den Bio-Müller sich an und dann fahren wir am Ende des am frühen Nachmittag fahren wir dann noch zum Bio-Landwirt da in der Nähe mit dem Bus und dann der erzählt was über die Landwirtschaft. Und das ist dann immer was, wo man dann sagt, die Wertschöpfungskette mal umgekehrt abgefahren, weil das ist auch für Kinder und das ist dann wirklich nachhaltig als Erlebnis, weil man sieht plötzlich, was Wertschöpfungskette bedeutet. Man sieht den Landwirt, man sieht die Müller und sieht auch die Thematik, also an jedem Ort erzählt natürlich jeweils der den Ort dann betreibt, dann über seine Thematik. Das ist zum Beispiel was, wo sich Partnerschaft zum Beispiel ganz neu definiert. Das machen wir seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht, wie lange Zeit haben wir hier? Bis Viertel vor eigentlich, gell? Ja? Gut, also noch ein bisschen was zum Abschluss. Gibt es noch was zum Abschluss? Das ist vielleicht nochmal so ein Modell, also für die Betriebswirte unter euch. Also wir sagen, das ist sozusagen eine eigene neue betriebswirtschaftliche Anschauung. Ich sage, es gibt sozusagen drei wesentliche Elemente, Phänomene in Organisationen. Das eine ist immer das Produkt und die Dienstleistung. Das nächste ist sozusagen die Arbeit von Leuten und das dritte ist die Welt der Zahlen. Und diese drei Phänomene sind bei uns gleichrangig. Also das ist so, wir haben so, wenn wir bei Kaiser sind, so eine Balancetafel, wo so ein Dreieck drauf ist und wir versuchen das immer auszubalancieren. Also es geht im Gegensatz zum unten, da ist sozusagen die Rendite und der Shareholder-Wert das, was nachher alle unternehmerischen Entscheidungen am Ende entscheidet. Und wir sagen immer, wir gucken, was braucht es jetzt im Moment mehr? Müssen wir die Qualität der Arbeit verbessern? Müssen wir an die Qualität der Produkte oder der Beratung, der Dienstleistung gehen? Oder die Qualität der Wirklichkeit? Und alle diese drei Phänomene werden dadurch zu Qualitäten, indem wir ihnen Werte und bestimmte Grundsätze zuordnen. Zum Beispiel, dass wir die Gewinne teilen oder der Arbeit, dass wir sagen, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das will ich euch vielleicht nochmal kurz zeigen. Also das, oder dem Produkt, das ist jetzt so,
ein bisschen das, was so Produkte ausmacht, dass wir Langzeitführungen machen und so weiter, dass wir den allen Teigen Zeit geben. Dann gibt es die Brühstücke, die Kochstücke. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben zwar eine große Produktion, aber das ist wie so eine Art Orchester, weil jede einzelne Brotsorte hat die eigene, eine eigene Teigführungsart. So. Also wird in einer bestimmten Weise geführt. Dann haben wir, weil wir sagen, aber also wir sagen, dass Arbeit die Chance ist sozusagen, dass Menschen sich fachlich, aber auch sozial oder spirituell, also geistig weiterentwickeln. Deshalb haben wir 7 Coaches bei Kaiser, das heißt jede Führungskraft, wir haben 42 Führungskräfte und jeder Nachwuchskraft kann alle 2 Monate quasi ungekontrolliert, kann einfach ein Coaching machen, wo die dann, ob sie jetzt über ihre Eheprobleme reden oder den Konflikt, den sie mit dem Kollegen oder mit dem Chef haben, das ist ihnen überlassen. Da geht es einfach darum, dass wir die soziale Kompetenz mit dem Coaching stärken wollen, egal auf welcher Ebene das befindet statt. Dann haben wir viele Fachverkäufer in Ausbildung. Wir machen, ich habe ja von dem Knerz hier erzählt, also der mit dem Bio-Bier, der Dan Antes macht das, der ist sehr engagiert und der macht zum Beispiel sehr viele Vorträge und der schult uns zum Beispiel unsere Mitarbeiter mit Klima. Also wie können wir Klima individuell verbessern oder auch bei Kaiser. Dann gibt es einmal in der Woche haben wir einen Körpertherapeut. Also wir haben, das heißt, du kannst immer, wenn du willst, einen Alexander-Techniklehrer, du kannst zum Beispiel während der Arbeitszeit deinen Rücken bearbeiten lassen und so, weil das ist natürlich eine sehr bevorzugte, belastete Geschichte. Wir machen Führungswerkstätten, also da ist das nicht nur für unsere Mitarbeiter, da laden wir auch fremde Unternehmen ein aus dem Sozialbereich. Jetzt zurzeit haben wir viele aus dem Apothekenmanagement, die da mitmachen. Und da geht es einfach darum, dass wir so ein anderes Führen auch dort lernen für oder anbieten. Dann gibt es das Azubi-Programm, habe ich erzählt. Vielleicht noch was, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht, aber die letzten Jahre, weil wir gesagt haben, Arbeitszeit ist Lebenszeit, also zahlen wir auch Mußezeit. Wir haben also in einem Jahr quasi dann allen Mitarbeitern 24 Stunden Mußezeit bezahlt. Also du konntest dann sagen, hey Chef, oder man muss das abstimmen natürlich, kann nicht einfach vom Backstube wegbleiben, aber ich gehe mal, meine Assistentin hat zum Beispiel gesagt, sie backt, möchte mal an Weihnachten mit ihrer Mama Plätzchen backen zu Hause und dann wird das bezahlt als Zeit. Ja? 24 Stunden im Jahr. Wir sind GWÖ-zertifiziert. Das heißt, wir werden alle 2 Jahre Gemeinwohl überprüft und die checken dann quasi, wie, also wir bilanzieren nicht nur die Zahlen, sondern auch die Werte verkürzt. Dazu stehen wir auch und fördern auch die Idee der Gemeinwohl. Und die Läden sind Begegnungsstätten, das habe ich vorhin schon mal ein bisschen erzählt, mit dem Öderweg und mit dem Start-up-Unternehmen. Und das Letzte ist, weil ich mich immer noch sehr, also an der Uni sehr stark mit Kompetenzentwicklung beschäftige, eins, was mich, damit möchte ich jetzt auch hier abschließen, ich sage, wenn du Kompetenzen entwickelst sozusagen, dann ist für mich was ich zum Beispiel total toll finde, mit dem Bild wollte ich euch jetzt auch mal in die Mittagspause schicken. Stellt euch vor, die ganzen dass du, was weiß ich, strategische Kompetenz hast, dass du dich durchsetzen lernst. Das alles muss man ja vielleicht auch können als Führungskraft, ja. Aber die Freude am Teilen zum Beispiel, mir macht das zum Beispiel viel mehr Spaß, dass ich meine Betriebsergebnisse erreiche, nicht damit ich mehr habe, sondern damit ich mehr teilen kann. Das motiviert mich enorm und das befreit mich auch, weil viele meiner Kollegen, also auch im Biobereich, die sind vielleicht auch so groß wie ich, die haben dann vielleicht 15, 20 Häuser noch nebenher. Ich erlebe die nicht wirklich glücklich. Also ich fühle mich sehr frei und sehr glücklich. Ich bin ja auch wohlhabend geworden, aber ich muss nicht mehr haben. Also mir macht das Teilen viel, viel mehr Freude, wie das Haben. Ja, auf meiner Ebene jetzt. Und das zum Beispiel auch anzustiften. Und das andere ist zum Beispiel die Güte, ist für mich so was ich denke. Stellt euch doch mal vor, die ganzen Unternehmer, die ganzen Wirtschaftsführer, die ganzen politischen Führer, man würde sagen, bevor die an die Macht kommen, müssen die Fähigkeit der Güte verstärken. Stellt euch mal vor, diese Führungskräfte in Politik und Wirtschaft hätten das als Kernkompetenz und würden danach auch handeln, da hätten wir viele, viele
Themen ganz anders. Und deshalb lade ich euch ein, sich, also ich mich auch selber immer wieder, das ist ja was, was nicht aufhört, solche Kompetenzen zusätzlich zu entwickeln. Deshalb arbeite ich auch mit Gerald Hüther zusammen und so. Also solche Ideen wie Dankbarkeit, Güte, Empathie, also gerade das auch ein Stück neben den klassischen Führungskompetenzen zu entwickeln. Ich sage jetzt nicht, dass man nicht vielleicht auch mal gewinnen muss. Also wenn mir jetzt jemand gegenüber sitzt in Verhandlungen und ich merke, der sagt zwar, wir machen Win-Win, aber der sucht nur seinen, dann möchte ich einfach zum Beispiel so frei, das bin ich auch so frei, weil ich keine Angst vor meinen eigenen Gefühlen habe, ja, weder vor Trauer noch Wut. Und wenn du das eindringst in eine Verhandlung, du, da bist du vielen und überlegen. Weil du kannst sagen, ey, das ärgert mich jetzt. Was machen sie gerade mit mir? Das ist denn nicht so gewohnt. Wie, jetzt werden sie aber persönlich. Ja, ich werde persönlich. Ich kann da Beispiele erzählen. Ich habe mich mit Konzernen angelegt, erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, weil die das nicht gewohnt sind, dass einer mal wirklich für seine Haltung steht und den Preis auch dafür bezahlt. Ich gehe immer durch dick und dünn, aber nie durch dick und doof. Dankeschön und tschüss.